Hallo, mein Video mit dem Lachsfang im Fjord vom Ufer hat ja für einiges an Aufsehen gesorgt und viele Kommentare produziert. Da euch das Thema interessiert, möchte ich euch da einige Tipps zu geben, wie es auch bei euch klappen kann mit dem Lachs im Fjord vom Ufer in Norwegen. Denn ein Kommentar lautete zum Beispiel, Lachsfang im Fjord, das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Nun, das ist sicherlich nicht so unwahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto. Aber natürlich ist es kein Alltagsfang. Es gibt manche Einheimische, die haben hier noch nie einen Lachs gefangen. Dann komme ich gleich zu der anderen Seite zu sprechen. Es gibt ja auch einige Videos, einige Berichte im Internet, die darstellen, als könnte man hier am Fjord gehen. Zum Beispiel Stichwort Hexenkessel am Dalsfjord, wo behauptet wird, hier die Touristen, die stehen da und werfen mal einen Wobbler und dann fangen sie einen Lachs. Keine Ahnung, ob das vor 40 Jahren mal tatsächlich so gewesen ist, wer weiß. Aber so ist es definitiv nicht. Braucht eine Menge Glück, aber neben dem Glück braucht es vor allen Dingen eine Menge an Tackle, die passen muss, Einholtechnik, die passen muss, Tiden, Wind, Jahreszeit natürlich, sonst gibt es schon mal gar nichts. Und dann kann es mit ein bisschen Glück auch klappen. Wenn ich eine neue, mir nicht bekannte Fischart fangen will, dann gehe ich erstmal ja ziemlich wissenschaftlich an die Sache ran. Das heißt, ich schaue mir genau an, wo sie lebt, wie sie lebt, Strömungen, Jahreszeiten, eben Wassertemperatur, Wassersalinität, praktisch jeden Punkt und versuche da ein Muster zu erkennen, nachdem ich dann mir Chancen ausrechne, so könnte es klappen. Ich habe mich aber auch durch verschiedene Videos informiert oder über verschiedene Videos informiert, hauptsächlich auf amerikanischen und kanadischen Seiten, wo man recht gute Infos zum Lachsangeln findet. Denn ihr wisst, viele deutsche Videos sind nach dem Motto, mach das und du fängst garantiert. So klappt es auf keinen Fall. Also garantiert gibt es hier ganz und gar nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es eben klappen kann, darauf kommt es an. Auf einen Punkt zu kommen, wo du ihm sagen kannst, jetzt mache ich das Richtige. Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann habe ich eben einfach nur Pech gehabt. Aber dass man die Sicherheit hat, dass es überhaupt das Richtige ist, dazu bedarf es eben einiger Informationen und einiges an eigenen Überlegungen, um zum Schluss zu kommen, wie es funktionieren kann. Kommen wir mal zu den Ködern. Da habe ich hier eine ganze Palette. Ich war also auch absolut unsicher, auf was der Lachs so geht. Fangen wir mal damit an. In Norwegen ist es ziemlich populär, mit Wobblern auf Lachse zu angeln. Sowas. Aber natürlich auch so eine, das hier ist so eine Rapala Jointed GFR Imitation. Jointed Rapala, bloß in klein. Aber die Art und Weise, wie mit diesen Wobblern geangelt wird, ist kein wirkliches Angeln. Das heißt, in den Flüssen, aber auch an den Fjorden, da wo Süßwasser reinkommt, das ist schon der Tipp Nummer eins, da wo Süßwasser reinkommt, ist immer eine gute Chance. Und natürlich da, wo er die Lachse sieht. Denn er macht sich natürlich sehr oft bemerkbar, leichtsinnigerweise. Aber es geht halt bei den Wobblern um die Süßwassereinflüsse, beziehungsweise es geht um die Strömung. Denn viele Norweger machen nichts anderes, als einfach den Wobbler in die Strömung zu werfen und da einfach mit der Rute festzuhalten. Sehr geduldig, stundenlang sitzen dann da und halten den Köder in der Strömung. Der pendelt natürlich, je nachdem, was für Strudel sich da bilden, pendelt der Wobbler auch schön hin und her. Das ist natürlich eine Taktik, die in den Flüssen auch funktioniert und mit allen Ködern in den Flüssen funktioniert. Das heißt, man geht dem Lachs einfach auf den Wecker. Das heißt, er sucht den Süßwassereinstrom auf und möchte sich da aufhalten, sei es um sich an die wechselnde Salinität anzupassen oder sei es um Lachsläuse loszuwerden, die eben allergisch auf Süßwasser reagieren. Und er fühlt sich dann irgendwann einfach genervt durch dieses Ding, was ständig vor ihm hin pendelt und packt dann da drauf. Das ist so die eine Theorie. Die andere ist ganz schlicht und einfach, das passiert sicherlich auch häufig, dass die Lachse sich da konzentrieren und einfach irgendwann, weil sie sich selbst dann manchmal wegschubsen, gehakt werden von so einem Köder. Darum war das nicht so meine Intention, daran zu gehen, sondern ich wollte wirklich einen Lachs, der die freie Entscheidung trifft, auf meinen Köder zu beißen oder ich ihn so gut überlistet habe, dass er schließlich am Köder hängt. Das war auch bei hier diesem Lachs der Fall. Das heißt, es war nicht so einfach, weil man hat diesen letzten Moment des Bisses, die Momente vor dem Biss nicht gesehen, was ziemlich entscheidend war. Und hätte ich da nicht vorher so viel Erfahrung mit Meerforellen zum Beispiel gehabt, aber auch die Abgebrühtheit, hätte ich diesen Fisch nicht gefangen. Aber dazu komme ich später nochmal. Weiter zu den Ködern. Ich habe mir natürlich einige Needle Sticks gemacht. Da hatte ich auch letztes Jahr einige gute Bisse drauf.
Ein Lachs ist sogar über den Needle-Stick dann drüber gesprungen, nachdem er scheinbar im letzten Moment festgestellt hatte, das ist nichts. Spinner sind die Köder Nummer 1 statistisch gesehen für Lachs. Warum? Weshalb? Gut, Forellen beißen eben auch extrem gut auf Spinner und der Lachs ist nun mal eine ziemlich große Forelle einfach nur. Dann diese typischen Lachslöffel. Die kriegt man auch hier im Sommerangebot, in verschiedenen Sportgeschäften, manchmal in Supermärkten. Ich fand die jetzt nicht so toll. Also generell mag ich diese klassischen Löffel eigentlich gar nicht. Sie fliegen nicht besonders weit. Ja, sind mir den Bewegungen ein bisschen zu ausladend, zu aufdringlich einfach. Das hier ist die Box, mit der ich es meistens versuche. Das sind der Dediklus, Castmaster. Dann habe ich hier noch diesen Waterboy, diesen Tasmanian Devil. Und diesen Stickbait, kann man sagen, auch sehr interessant. Und dazu noch diverse andere Stickbaits. Also ich habe mich auch mal mit jedem Kram eingedeckt, wo man denkt, das könnte es so sein. Und letztendlich habt ihr es gesehen, simpel und einfach der Deadly Dick Lure. Mit dem Deadly Dick Lure hatte ich auch tatsächlich meine ersten Erfahrungen mit Lachs gehabt. Und zwar war das in Jondal schon und habe es damit versucht, noch einige Nachläufer produziert. Ein Jahr später in Farsund das Gleiche, bis ich halt von einem Norweger auch den Tipp bekommen habe, dass Lachse doch ein ziemlich hohes Einholtempo mögen, beziehungsweise erst dann den Köder wirklich attackieren. Der Wurf sollte mal so weit wie möglich gehen, das kann natürlich auch zu den Seiten sein. Aber der Lachs ist ein pelagischer Fisch, das heißt, oftmals sieht man ihn wirklich draußen im Fjord springen. Und daher eben so weit wie möglich. Man braucht entsprechende Köder, die so weit fliegen. Was eben gerade bei Windverhältnissen die Auswahl dann etwas reduziert. Eine ziemlich schnelle Köderführung. Diese Rolle hat 80 cm Schnureinzug. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Wenn man jetzt natürlich eine sehr langsame Rolle hat mit nur 60 cm Schnureinzug, müsste das eben noch schneller sein. Und ich fische dann meistens ähnlich wie auf Meerforelle. Da hinten sieht man, ob was springen. Das heißt, kurze Stops und ziemlich zügiges Einholen. Immer mit der Pulpe auch beobachten, was passiert, ob man da was erkennen kann. Der Köder geht ja dicht unter der Oberfläche und da kann es durchaus sein, dass eben ein Fisch folgt. Köderführung mal direkt bis ans letzte Zipfel der Uferkante. Meine Führungstechnik ist halt ziemlich zügig einkurbeln. Und schon mal so ein Twitch da rein. Ich kombiniere das mit einem Twitch der Rolle und einem Jerk der Rutenspitze. Rute und Rolle hatte ich ja schon im letzten Video besprochen. Hier ist auch jetzt der Deadly Dick Lure dran. Da fische ich halt einfach eine schwere Meerforellenausrüstung. Also die Rute hat bis 60 Gramm Wurfgewicht und da ist eine 14er geflochtene drauf. Das reicht auch. Der Lachs mag stark erscheinen, schwer ist er ja ohnehin, aber er ist nicht so stark, wie der Mythos viele Angler beschreibt. Ich habe da auch so einen Kommentar gehabt, 16 Kilo Lachs im Fluss und der Angler war fix und fertig. Natürlich, 16 Kilo, da macht es die Masse allein. Selbst wenn er sich nicht bewegen würde, selbst wenn du 16 Kilo Treibholz dran hast, hast du im Fluss mit dem 16 Kilo Treibholz ein Problem. Aber im Fjord, wo an vielen Stellen eben wenig oder ein bisschen Strömung herrscht, ist es jetzt wirklich nicht der kampfstärkste Fisch. Ich würde sagen, ein Pollack ist in gleicher Gewichtsklasse stärker. Und der Vorteil natürlich, der Lachs ist ein Gentleman-Fighter. Das heißt, er bleibt meistens oberflächennah. Das Risiko, dass er wie eben Pollack in den Tang abtaucht und wirklich da reinschießt, ist nicht so gegeben. Kann natürlich springen, das macht der Pollack nicht. Und beim Springen geht dann halt der Köder mal gerne ab. Deswegen eine parabolische Aktion, die eine Spannung aufbaut, nicht zu stark, dass der Köder eben ausschlitzt, aber auch nicht zu unflexibel, sodass der Köder beim Sprung einfach ausgehebelt werden kann, weil er plötzlich keine Spannung mehr hat. Alle Köder, die ich gekauft habe, inklusive der Spinner, habe ich umgerüstet. Man sieht es hier. Zum einen, weil ich halt im Fjord angle und der Fjord nun mal Salzwasser ist, verwende ich reine Meeresdrillinge. Dann sind es wesentlich kleinere Drillinge, aber stabilere Drillinge. Ich habe jetzt keinen dieser typischen Süßwasserhaken dabei, aber ihr wisst wahrscheinlich, was gemeint ist. Diese Größe 2, Größe 1, dünndrahtigen, brünierten Drillinge, Rundbogen. Gerade mal an Spinnern unbedingt austauschen. Da gibt es diese nach innen gebogenen Haken. SD41 zum Beispiel von Ona ist so ein Klassiker. Die sind an Spinnern ideal, weil sie wirklich dann sich da reinhebeln und reinhaken und auch so gut wie gar nicht mehr rausfallen. Das habe ich auch übrigens hier an dem Deadly Dick Lure montiert. Also mit dem ich den Lachs gefangen habe, genau das gleiche. Also
Haken unbedingt gegen einen kleineren, aber stabileren austauschen. Warum? Der Lachs hat, obwohl ein großer, fetter Fisch, ein relativ kleines Maul. Kleiner als das der Meerforelle. Und da die Angriffe oftmals nur so Testbisse, Hassbisse sind, ist es halt mit einem großen Haken schwierig, den Lachs zu haken. Dadurch passieren, dass er irgendwo in der Backe hängen bleibt oder sowas, weil dass er direkt im Maul sitzt, das ist halt nur mit so wirklich kleinen Drillingen möglich. Ja, man sieht, ich habe Köder hier in allen möglichen verschiedenen Farben. Manche sagen, Orange sei die beste Farbe, andere meinen ein Kadrös, wieder andere meinen Schwarz und Kupfer, das wäre die Farbe. Dann gibt es welche, die meinen Blau, also habe ich alle möglichen Farben. Worauf der Lachs wie viele andere Raubfische reagiert, sind tatsächlich phosphoreszierende Farben. Und das habe ich auch schon beschrieben in einem anderen Video. Das ist halt ideal, wenn man seine Köder mit so einer Folie in diesem Fall beklebt. Das lockt Fische vor allen Dingen im dunklen Norwegen an. Dann wollte ich noch schildern, wie es denn hier zu diesem Biss kam von dem Lachs. Was man eben nicht sah, weil da fehlt ungefähr eine Minute im Video, weil die Kamera eben nicht an war zu dem Zeitpunkt. Es war letztendlich eine Menge an Skill, an Fähigkeiten, an Erfahrung, Abgebrühtheit und eben auch Glück nötig, dass der Fisch letztendlich am Haken hing. Und so habe ich den Wurf halt wie immer weit rausgesetzt, eingekurbelt und habe dann, dank der Pulbrille jedenfalls, die auch zum Lachsfang unbedingt dazugehört, habe ich den Lachs mit zwei oder drei Kollegen auf ungefähr 15, vielleicht so etwas mehr Metern schon unter der Oberfläche gesehen. Ich habe gesehen, dass der Köder, der ist ja sehr auffällig hier mit seiner Farbe, da lief und irgendwas Braunes da hinterher lief. Als es dann näher ans Ufer ging, das sind ja nur Sekunden das Ganze, sah ich halt, oh je, tatsächlich Lachs, was machst du jetzt? Grundverkehrt ist natürlich dann, den Köder langsamer werden zu lassen und zu gucken, ob dann einer dran geht. Denn die zwei oder drei Fische, die haben sich natürlich gegenseitig heiß gemacht und die haben sich gegenseitig, so ist das bei vielen Fischarten, sich natürlich nicht gegönnt, was der andere vielleicht haben könnte. Das muss man zu seinem Vorteil ausnutzen. Also einfach weiter das Ganze. Die sind um sich herum geschwommen und haben ausschlangiert, wer denn jetzt eigentlich versucht, ob das was Fressbares ist. Und die Meter, die schrumpften halt 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ich wurde natürlich auch entsprechend nervös. Was machst du? Da gibt es ja diese typische 8, die man kennt am Ufer. Darauf habe ich mich nicht eingestellt, sondern die habe ich kurz im Kopf gehabt. Einfach langsamer werden und was passiert. Oder ganz schnell kurbeln oder bei dem Tempo bleiben. Und wirklich bis zum letzten Zentimeter kurbeln und einfach dann warten, ob sie am letzten Zentimeter beißen. Funktioniert ja auch bei Meerforellen recht gut. Aber was eben bei Meerforellen oder Forellen im Allgemeinen auch recht gut funktioniert, ist einen radikalen Spin-Stop und dann mal kurz noch auf der Stelle gezupft. Und genau das habe ich gemacht. Das heißt, anderthalb Meter vom Ufer habe ich einfach den Lauf sofort unterbrochen, den Köder sinken lassen und dann hochgezupft. Und in diesem Moment kam halt tatsächlich dann der Biss. Was bedeutet bei diesem Tang, den ihr hier seht, das ist natürlich, gerade da ich vom Ufer auch etwas versetzt zurückstand, war es für mich natürlich am Anfang das Problem, den Fisch von dem Tang fernzuhalten. Auch wenn er eben nicht gezielt unbedingt in den Tang reinstürzt. Aber hier ist halt alles voll mit allen möglichen Sorten von Bewuchs. Und daher sieht man im Video auch, wie ich den Griff der Rute ziemlich weit hinten halte, um praktisch dem Fisch die Möglichkeit zu geben, rauszugehen. Da ist einiges nötig gewesen, aber wenn ihr dieses Glück habt, das Wissen, was ihr braucht, dann werdet ihr auch in Norwegen im Fjord Lachs fangen können. Viel Erfolg!